Die Zypernrettung wird nun doch noch zur Zitterpartie. Die beschlossene Zwangsabgabe für Sparer sorgt nicht nur in Zypern für große Unruhe. Und manch ein Experte sagt bereits, es wurde eine rote Linie überschritten. Ob diese rote Linie tatsächlich überschritten wurde, das möchte ich heute wissen von Thomas Metzger. Er ist Fondsmanager beim Bankhaus Bauer. Herr Metzger, bislang galten Spareinlagen in Höhe von bis zu 100.000 Euro als sicher. Das scheint jetzt nun in Zypern nicht mehr der Fall. Warum eigentlich? Was sind die Hintergründe bei dem Zypern-Deal? Heute Morgen war es in der Tat so, dass wir eine gewisse Überraschung erlebt haben, was das Rettungspaket für Zypern angeht. Dass wir hier gewisse Rettungsmaßnahmen sehen werden, das hat, glaube ich, keinen mehr am Markt überrascht. Es war vielmehr ein Detail der Ausgestaltung, das für Verunsicherung am Markt gesorgt hat. Und das war eben die Tatsache, dass man hier plant, erstmals auch Spareinlagen sozusagen in die Rettung mit einzubeziehen. Also hier ist geplant zumindest, dass man Vermögen bis 100.000 Euro mit einem bestimmten Prozentsatz, 6,75%, mit einer Sonderabgabe belastet, entsprechend Einlagen über 100.000 Euro mit einer höheren Abgabe. Und hier befürchtet man eben am Markt, dass sozusagen das einen Präzedenzfall schaffen könnte, dass also, wenn weitere Rettungsmaßnahmen zum Beispiel in anderen Ländern anstehen, dass man hier zu ähnlichen Mitteln greift. Und die Börsianer fragen sich jetzt eben, beziehungsweise die Sparer, wo sind denn die Anlagen noch sicher? Und man befürchtet eben, dass es zu einem sogenannten Run auf die Banken kommen könnte. Ja, Sie haben die Probleme, die sich hier aus ergeben, bereits angesprochen. Viele Ökonomen sprechen deshalb auch von einem Tabubruch, der sich hier in Zypern möglicherweise vollziehen könnte. Wie groß ist denn wirklich die Gefahr, dass es zu einem Bankenrun oder zu einem Dominoeffekt in anderen Staaten der Europeripherie kommen könnte? Also durch diese neue Vorgehensweise sozusagen birgt oder hat man jetzt sicherlich die Gefahr, dass es hier nicht bei einem Einzelfall bleibt. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir hier Zypern im Moment noch wirklich als Einzelfall betrachten können. Wir haben hier doch eine ganz andere Situation als in vielen anderen Staaten der Peripherie. Wir haben einen deutlich überdimensionierten Bankensektor und das eben in Verbindung mit einem Rettungsgesuch. Das haben wir bisher noch in keinem anderen Land oder in keinem anderen Staat in dieser Dimension oder in dieser Tragweite. Also ich gehe hier nicht von einem schnellen Flächenbrand, wenn man so will, aus. Also besteht nicht bei Zypern die Gefahr, dass es wirklich noch zum erneuten Aufflammen der Schuldenkrise, zu einem Verschärfen der Schuldenkrise kommen könnte? Im Moment sehe ich das noch nicht, aber in der Tat, was wir heute gesehen haben, das war schon die Tatsache, dass diese Aktion die Schuldenkrise wieder ins Gedächtnis oder ins Bewusstsein der Börsianer gebracht hat. Man hatte hier doch in den letzten Monaten oder Wochen das Gefühl, dass hier sich etwas Entspannung breit macht. Sogar die Wahl in Italien hat hier im Grunde nur kurz für Verunsicherung gesorgt. Also das war hier im Grunde heute noch einmal ein Signal, dass hier noch einiges zu tun ist und dass die Schuldenkrise uns noch eine Weile begleiten wird. Machen sich die aktuellen Probleme in Zypern bereits auf dem Rentenmarkt bemerkbar? Ja, hier können wir ja schon ganz deutlich sehen, dass wir zum Beispiel die Staatsanleihen aus der Europeripherie, Italien, Spanien und so weiter mit deutlichen Kursverlusten oder eben Kursverlusten zumindest heute Morgen im Markt gesehen haben. Auf der anderen Seite konnten wir den Bund Future, der sozusagen stellvertretend für den sicheren Hafen deutsche Bundesanleihen steht, heute mit einem deutlichen Aufschlag sehen. Thomas Metzger, Fondsmanager beim Bankhaus Bauer. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank.